keine Angst, so wie am heutigen Freitag bleibt das Wetter nicht am Wochenende, denn wir bekommen auf der Wetterkarte, sieht man das, ein kleines Hochdruckgebiet. Und dieses Hochdruckgebiet sorgt wieder für etwas mehr Sonnenschein. Der Sonnabend, der wird sich dann so ein bisschen mit ein paar Wolkenfeldern noch zeigen, aber insgesamt ist es sehr freundlich. Die Sonne kommt durch und die Temperaturen steigen wieder auf Werte so im Bereich 24 bis 26 Grad an. Wind spielt keine große Rolle, kommt aus unterschiedlichen Richtungen und es ist eine relativ angenehme Angelegenheit. Es wird auch trocken bleiben, also Niederschlag erwarte ich erstmal nicht. Der Sonntag, da wird es sogar noch ein klein bisschen wärmer, dann Temperaturen so im Bereich 25 bis 28 Grad. Es kann mal sein, dass mal am späten Nachmittag oder abends mal so ein ganz kleiner Schauer oder ein kleines Gewitter sich bilden kann, aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir gerade hier in Güstrow das abbekommen, liegt vielleicht bei 20%, also eher Daumen hoch und die Sonne, die wird wahrscheinlich ein bisschen mehr scheinen, tagsüber denn nur noch ein paar kleine Quellwolken, also da passiert nicht allzu viel, Wind bleibt weiter schwach und kommt aus unterschiedlichen Richtungen. Ja, wie geht's weiter in der ersten Wochenhälfte, also zu Wochenbeginn, bleibt es erstmal freundlich, die Temperaturen vielleicht nicht mehr ganz so hoch, also so im Bereich 25, 26 Grad, Schauer bleiben die große Ausnahme. Einen kleinen Wetterumschwung gibt es dann Mitte der Woche, das zieht sich dann wahrscheinlich dann bis zum Wochenende dann hin, bis zum nächsten Wochenende, wo es ein bisschen wechselhafter wird, wieder mit Schauern und Gewittern, aber die Feuchtigkeit brauchen wir, also wer jetzt Angst um seinen Garten hat, also vertrocknen wird da wahrscheinlich erstmal nichts, so sieht es erstmal aus. Ja, ich verabschiede mich erstmal in die Sommerferien und wir sehen uns vielleicht mal wieder, bis dann.